Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von Tennis Mastery. Heute haben wir einen Quickfix für euch für einen späten Treffpunkt bei der Vorhand oder bei der Rückhand. Viel Spaß beim Video. So, jetzt haben wir mal hier ein paar Aufnahmen von dem zu späten Treffpunkt. Vielleicht kennt ihr das Problem auch und stellt euch die Frage, wie kann ich das Ganze eigentlich beheben, dass ich den Ball zu spät treffe. Jetzt seht ihr das ganz klar nochmal, dass der Treffpunkt wirklich hinter dem Körper schon fast ist und dadurch natürlich keine Kraft auf den Ball übertragen werden kann. So, das waren die Beispiele. Jetzt habt ihr ganz klar gesehen, dass der Treffpunkt viel weiter hinten war und dadurch haben wir auch eine instabile Position im Körper und wir können den Ball nicht so richtig beschleunigen, wie wir es eigentlich haben möchten. Deswegen kommt jetzt die Übung, die uns dabei hilft, den Treffpunkt wieder weiter nach vorne zu verlagern, im Idealfall vor den vorderen Fuß. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf der Rückhand machen. So, jetzt habt ihr die Übung gesehen. Ganz einfach, wir werfen den Ball also von hinten an, so dass wir eben nach vorne gehen, den Treffpunkt weiter nach vorne verlagern, weil der Ball sich ja noch weiter weg von uns bewegt. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob uns das geholfen hat, direkt eine Veränderung im Treffpunkt zu erreichen. Dann sehen wir jetzt hier nochmal zum Vergleich, wie sich der Treffpunkt eigentlich verändert hat. Man kann ganz klar sehen, dass der Treffpunkt jetzt wie hier viel weiter vor dem Körper ist, also wirklich wie wir es haben wollten, vor dem vorderen Fuß. Dann könnt ihr auch sehen, dass die Stabilität im Körper gegeben ist, dass wir den Ball viel besser beschleunigen können. Hier jetzt nochmal im Standbild, ganz klar viel weiter vorne vor dem Körper. Und für euch dann nochmal hier im Vergleich, oben mit dem späten Treffpunkt und unten mit dem früheren Treffpunkt. Und ganz klar bei der Übung ist, dass ihr viele Bälle davon spielen müsst und diese Übung auch ab und zu wiederholt, damit sich wirklich Ergebnisse zeigen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen, euren Schlag zu verbessern und ihr habt jetzt einen früheren Treffpunkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like hier und gebt uns ein Abo. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.